Ja, wie schon angekündigt, der Camper-Tobi aus Sulzimus mit einem Sunliving Euro 6 4 Ducato Kastenwagen, 5,99 Meter lang. Vorgestellt, die ganze Marke hat sich renoviert und alles auf dem Caravan-Salon 2018 schon erzählt. Schaut bitte die anderen Videos an mit neuem Logo, neuem Auftritt, neuen Fahrzeugkonzepten, neuen Mobiliar, neue Inneneinrichtung, neuer Touch, neues Design. Also haben vieles gemacht bei Sunliving. Respekt, Kompliment, das sind Fahrzeuge jetzt, der dürfte es um die 40.000 Euro kosten, der ist demnächst auf Mobile zu finden. Der kam gerade rein, ich fotografiere den jetzt ohne, Entschuldigung, jetzt bin ich schon bei Fotografieren, ich filme den jetzt hier ohne Kennzeichenhalter. Aber ihr sollt mal gleich was sehen von dem Fahrzeug und am Sonntag ist halt in Ruhezeit ein paar Fahrzeuge abzufilmen, deswegen nutze ich die Möglichkeit. Hier haben wir die rechte Tür jetzt offen, das heißt also, wir schauen hier in ein Heckquerbett. Und wir haben drunter noch einen riesen Laderaum. Wir können das Bett wegklappen, hochklappen. Drunter noch Stauraum und die Technik. Also hier bringt man jede Menge rein. Da kann man auch mal zwei Fahrräder aufrecht hinstellen. Das Fahrzeug hat Voll-LED-Ausstattung, hat die Troma 4 Gas an Bord. Hier jetzt Strom schon angesteckt. Den schalte ich euch jetzt mal ein. Dann sehe ich auch im Detail die Ausleuchtung nochmal. Offene Schiebetür, der Wassertank auf der rechten Seite, beziehungsweise der Wassertankzugang. Auch noch keine Radkappen drauf, man sieht es hier. Elektrische Treppe ist natürlich klar. Ich finde die recht schön gemacht. Das ist so ein richtig schöner, zeitloser Kastenwagen. Funktioniert, Treppe ist draußen, Strom ist außen angesteckt. Hier noch die Originalschutzhüllen über den Sitzen. Alles noch, wie gesagt, im Anlieferungszustand. Klimaanlage 130 PS. Eins fällt mir jetzt gerade noch ein, wie ich das Fahrzeug jetzt gerade hergeparkt habe, muss ich euch kurz zeigen. Wir haben ja ein neues Verdunklungssystem, das ich auch schon mal ganz kurz angesprochen habe bei Sunliving. Das gibt es jetzt auch in anderen Marken und da ist mir was aufgefallen, was ich euch zeige. Schön gemacht ist das Bedienpanel bei Sunliving, das sehen wir hier oben. Ganz simpel, easy. Schalte jetzt ein und alle Lichter gehen an, die schon mal an waren. Wir haben hier die beiden Batterien abmessbar oder anschaubar in Anführungszeichen und den Wassertank. Links die Voltanzeige, rechts die Frischwassertankanzeige, Wasserpumpe. So. Das Übliche und alles Touchpaneele. Große Schubladen, schöner Zugang. Die Polsterung ist auch hübsch, das haben wir in den letzten Modelljahren ein bisschen vermisst. Da waren teilweise Polsterkombinationen oder Farbkombinationen, die nicht jedermanns Sache waren, aber das ist jetzt wirklich schön gelöst bei Sunliving. Von dem her kann man das gut herzeigen. Hier die neue Dometic Spül- und Kochkombi. Schön eingelassen, schön flach, kann man schön reinigen. Piezozündung und zwei Flammen reichen voll und ganz. Wir haben eine 230 Volt Steckdose, wir haben eine 12 Volt 10 Ampere Dose verlegt. Wir haben einen Kühlschrank in Greifhöhe, das ist dieser ebenso neue Tedford Kühlschrank. Ich finde den sehr, sehr schön gemacht. Schaut man mal kurz ein, LED-Lampen oben drin für die Beleuchtung. Der ist wirklich süß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Liter er hat, aber ich denke 80, das ist so ein bisschen Slimline-Touch. Schließt ordentlich. Schöne Anlage. Drunter noch ein Kleiderschrank. Und jetzt nochmal der Blick von hinten. Nochmal Ambiente-Beleuchtung da oben. Und der Kühlschrank ist ein Kompressor-Kühlschrank. Hörte ich gerade. Ich habe es verpasst, das zu sehen. Unten haben wir Technikzugang. Und dann gehen wir noch ins Bad rein. Das ist nach hinten etwas, ich zeige euch das mal, ich gehe jetzt hinter dem Beifahrersitz und zeige euch das etwas verjüngend nach vorne hin. Das heißt also, ich habe auch bei diesem 6 Meter Auto hier einen größeren Freiraum, durch das, dass es Richtung Bett offener wird. Toilette, schöne Duschwanne, nichts Glänzendes mehr, finde ich immer sehr gut. Was zum Reinstecken und Reintun für die Waschutensilien. Da oben kann man den ausziehbaren Wasserhahn einstecken und dann eben die Dusche nutzen. Großzügiger Spiegel, gut positionierte Beleuchtung. Ordentliches Auto. Für preisbewusste Kastenfahrer mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Lösung. Ja, wenn man jetzt zu zweit ist und ein kleines Kind hat oder jemanden bis 1,70 Meter. Ja, das muss deswegen kein kleines Kind sein. Dann kann man ganz bequem hier vorne das Transporterbett reinmachen. Werde ich jetzt demnächst einmal noch vorführen, da gibt es ein Video, Transporterbett im Internet vom Hersteller, aber das ist wichtig, dass ich das hier nochmal zeige, wurde auch schon gewünscht und jetzt setze ich mich mal in die Fahrposition und zeige euch Folgendes.
Und zwar ist mir aufgefallen, machen wir die Tür zu, dass also jetzt ziemlich genau, wenn ich in den linken Spiegel aus meiner Kopfhöhe, und ich bin ja sehr groß, das heißt, ich sitze mit dem Kopf sehr weit oben, hier ohne weiteres beide Spiegel einsichtbar sind, also einsehbar sind. Ist absolut in Ordnung. Aber auf der rechten Seite, durch dieses Fächersystem, das dieses neue Verdunklungssystem hat, ist der rechte untere Spiegel zu 2/3 abgeschnitten. Und ich finde diesen Spiegel sehr wichtig und praktisch, weil es der tote Winkelspiegel ist und auch zum Einparken natürlich hilft. Also da sollte man nochmal sich irgendwas einfallen lassen. Wird schwer, weil es technisch wahrscheinlich hier nicht anders lösbar ist. Das muss gerade nach vorne laufen, weil sonst der Fächer nicht mehr reinpasst. Aber das macht mich ein bisschen stutzig. Dafür haben wir nach oben wieder mehr Freiraum. Hier ist das Remis-System ungefähr 1,5 bis 2 cm überstehend. Das heißt, für ganz große Personen ist die Sicht nach vorne geradeaus ein bisschen eingeschränkt. Also das wollte ich mal anmerken. Das ist wirklich eine Überlegung, wenn das stört. Was der Wagen natürlich jetzt hat, das ist ganz toll beim Einparken gesehen. Er hat Einparkpiepser hinten. Also man könnte sich auch die Rückfahrkamera sparen. Ist natürlich immer ein Aspekt, dass man Rückfahrkamera kauft. Und ist auf jeden Fall noch sicherer. Aber die Piepser funktionieren gut. Und der Dauerton kommt auch an der richtigen Stelle. Früher war das immer ein bisschen nicht so genau. Also das ist ein schönes Auto, der V60 SP. Fastwagen von San Living. Jetzt bei Freizeit Steiner. Wie gesagt, es wird noch ein paar Tage dauern. Wir sind komplett am Überschwappen hier. Schauen wir, dass wir der Arbeit noch irgendwie Herr werden. Also bitte auch Termine ausmachen, wenn ihr nach Sulzimus kommen wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Am Samstag war es nicht mehr zu stemmen. Wir konnten nur noch nach Termin arbeiten. Bitte einen kurzen anrufen. Wenn es ein Tag vorher ist, reicht's. Es reicht vielleicht auch am gleichen Tag. Dann kann man es ein bisschen abschätzen. Aber es tut uns im Herzen weh, wenn wir Leute nicht gut beraten können. Und es ist natürlich schwer, wenn man hier kommt und hier einen Schlüssel, dann einen Schlüssel und dann noch was erzählen will, eine Stunde ist gleich rum. Also in Ihrem Sinne und in unserem Sinne auch, weil wir das dann eigentlich leben können, was wir uns vorstellen, Beratungstermin ausmachen und dann sind wir gerne für Sie da. Also, bis gleich zum nächsten Auto, ein 368 EB von Challenger. Servus, der Camper Tobi aus Sulzimus. Und nicht vergessen, teilnehmen beim One-Year-Birthday-Special vom Camper Tobi und der Camper Moni. 3-4 Videos zurückblättern und dann Preisfrage hören und in den Kommentaren die richtige Antwort hinterlassen. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Die ist dann Mitte nächster Woche. Ich wünsche euch was. Bis nachher. Servus, der Camper Tobi.